Laute Musik hören und in der Pause tanzen? Lernen in der Schule ist nicht mehr das, was es in der Kindheit war. Die erste Liebe des Kindes ist immer so süß. Erinnerst du dich an deinen ersten Schulschwarm? Teile deine romantischen Geschichten in den Kommentaren unter diesem Video. Fang das! Ein Liebesbrief? Autsch, mein Zopf! Ah, das ist eine klassische Zuneigungsbekundung im Grundschulalter. In der Oberschule ist das Balzen allerdings ein bisschen anders gestaltet. Neue Benachrichtigung. Das ist ja interessant. Was ist das? Nick hat mein Foto geliked. Juhu, er ist in mich verliebt. Wir werden zusammen sein. Emily und Nick, ich erkläre euch zu Mann und Frau. Nick, du kannst die Braut küssen. Ja, wir sind füreinander geschaffen. Ich komme zu dir, mein Schatz. Kleine Kinder haben große Angst vor dem Zahnarzt. Hilfe, rettet mich, irgendjemand! Aber wenn du denkst, dass ältere Schüler keine Angst haben, ihre Zähne zu richten, dann schau dir Nick an. Nein, Mami macht das nicht! Bitte, bitte, warum, warum? Hallo Leute! In der Grundschule eine Katze auf einer Party zu sein, ist ganz und gar nicht wie in der Highschool. Oh, was für ein süßes kleines Mädchen. Dein Kostüm ist der Hammer. Wow, was für ein Mädchen. Hau ab, Kleine. Ja, das bin ich. Nun, ein süßes kleines Kätzchen ist kein Gegner für eine harte Highschool-Katze. Klein zu sein kann manchmal sehr langweilig sein. Ich habe deine Eisenbahn so satt. Und mit Autos zu spielen ist nicht mehr cool. Aber wenn ich groß bin, wird mein Traum wahr. Ich werde mir ein Gamepad kaufen. Oh, es ist so schwer, ein Kind zu sein. Ich liebe dich, mein schönes Bett. Aber der erwachsene Nick hat keine Zeit für Spiele, denn sein ganzes Leben besteht aus Studium und Arbeit. Oh nein, jetzt schon? Es ist so schwer, ein Erwachsener zu sein. Wenn man erwachsen ist wie Emily, muss man gesundes Essen wählen. Denn schließlich weiß man ja schon, was gut für den Körper ist. Oh, warum ist das leckerste Essen immer das schädlichste? Na hallo, geschmackloser Busch. Ah, der Burger ist so verlockend. Aber wenn man klein ist wie Kaya, kann man essen, was man will. Weil es dir einfach egal ist, ob der Burger gesund ist oder nicht. Ich hasse Gemüse. Wer braucht schon diesen langweiligen Brokkoli? Ich habe was Besseres. Ich liebe Burger. Die sind so saftig, fettig und lecker. Wenn man als Kind seine Kleidung schmutzig macht, ist das kein Problem, denn Mama wird sich immer um ihren kleinen Sohn kümmern. Chris, sieh dich nur an. Du bist ganz mit Eiscreme bedeckt. So gehst du nicht in die Schule. Hier zieh dich um, sofort. Aber wenn man erwachsen ist, sind einem schmutzige Klamotten völlig egal. Oh nein, ich habe wieder verschlafen. Wow, was für ein riesiger Fleck. Das ist noch gar nichts. Ich habe einen super Lebenshack. Voila, und ich bin wieder so gut wie neu. Hautprobleme machen kleinen Mädchen oft das Leben schwer und Kaya ist da keine Ausnahme. Vielleicht wollen sie trotzdem mit mir befreundet sein. Schere, Stein, Papier. 1, 2, 3. Oh nein, nimm das. Ich versuch's einfach mal. Hey Jungs, hallo. Wir reden nicht mit Pickeln.
Aber eines Tages werden kleine Mädchen erwachsen und Pickel heilen. Und dann versucht jeder Junge in der Klasse, die Aufmerksamkeit einer schönen Mitschülerin zu erregen. Hey, hallo Kaya! Wie geht's dir? Ich rede nicht mit euch. Du verpasst eine Menge. Oh, das bezweifle ich. Nun, die Jungs haben bekommen, was sie verdient haben. Wow, ist das für mich? Danke. Tja, Jungs, ihr hättet in der Grundschule freundlicher sein sollen. So, Kinder, jeder von euch hat seine Aufgabe bekommen. Fangt an. Und ja, seid leise, ich bin gleich wieder da. Hey, hey, hey! Josh, fang auf! Hey, hör auf! In der Grundschule genießt der Lehrer großen Respekt. Die Kinder benehmen sich so, wie Herr Nelson es sagt. Aber wenn der Lehrer in der Highschool die Klasse verlässt, bedeutet das nur eines. Völlige Freiheit! Ja, das sollten meine Abonnenten sehen. Was ist das Wertvollste für den Grundschuljungen, Chris? Das sind natürlich die Süßigkeiten. Hm, davon träume ich schon den ganzen Tag. Aber meine Eltern dürfen mein Versteck nicht finden. Was braucht ein kleines Kind noch, um glücklich zu sein? Aber Highschool-Schüler Nick hat schon ganz andere Werte und Wünsche. Was? Das ist mein Traum. Ich will dieses Auto. Ich will es so sehr. Ich muss in meinem Versteck überprüfen, ob ich genug habe. Ich hoffe, meine Eltern haben es nicht gefunden. Hm, nicht viel. Ich kann dieses Auto nicht mit 20 Dollar kaufen. Ah, alles war viel einfacher, als ich noch ein Kind war. Zwei plus zwei minus eins. Ja, so ist es. Endlich! Halt, hier fehlt eindeutig etwas. Genau, ich habe schon wieder einen Fehler beim Rechnen gemacht. Oh, ich muss alles von Anfang an machen. Hausaufgaben in der Highschool sehen einschüchternd aus. Und sie zu machen kostet immer viel Zeit. Doch Highschool-Schüler Nick gibt nicht so schnell auf. Ich habe es gefunden. Aber Nick kann die kleine Kaya nur um ihre Aufgaben beneiden, obwohl sie ihr zunächst auch nicht so leicht erschienen. Kaya, das ist für dich. Mach es. Was? Aber ich kann das nicht. Warte, und was ist das eigentlich? Herr Carter will mich wohl veräppeln. Also gut, das werde ich jetzt herausfinden. Dann wollen wir mal loslegen. Hm, der letzte Schliff. Dem Lehrer wird meine Arbeit gefallen. Erledigt! Herr Carter, ich habe es geschafft. Hier sehen Sie. Gut gemacht, Kaya. Ah, jeder Highschool-Schüler würde sich über solche Hausaufgaben freuen. Guten Tag, Herr Weiß. Wie geht's meinem kleinen Sohn? Oh, er ist so ein netter kleiner Kerl. Mach weiter so, Chris. Das Treffen mit dem Direktor ist für Herrn Rath nur erfreulich, da er stolz auf die Leistungen seines Sohnes sein kann. Aber für Herrn Levitt ist das eine ganz andere Geschichte. Wer ist da? Oh, du bist es. Nick sollte in eine Besserungsanstalt gehen. Er bekommt schlechte Noten, er schwänzt den Unterricht, er ist unhöflich zu den Lehrern. Bla bla bla. Ich habe so eine Angst. Aber ich bitte Sie, ihm noch eine Chance zu geben. Er wird sich ändern. Danke für Ihr Verständnis, Herr Lehrer. Das ist deine letzte Chance. Hi, Vanessa. Hi, Kumpel. Oh, wow, du hast dir ein Tattoo stechen lassen. Ja, das ist zu Ehren meiner Katze Oliver. Es ist sehr schön. Nick hat sich ein Katzentattoo stechen lassen. Da gibt's nichts zu lachen. Aber als kleines Kind löst schon eine einfache Zeichnung mit Filzstift einen Sturm der Begeisterung unter den Klassenkameraden aus. Claire, guck mal! Chris malt sich ein Tattoo! Mädels, schaut euch das an! Wow, Chris, du bist so cool! Oh, der Lehrer kommt! Jeder sollte in jedem Alter Sport treiben. Aber die Einstellung des Sportlehrers zu dir in der Grundschule und zu dir in der Highschool unterscheiden sich erheblich. Gut gemacht, Chris. Hier, trink etwas Wasser. Danke, Frau Smith. Sobald du müde wirst, machst du eine Pause. Oh, was für ein fleißiger Junge.
Beweg deine Knie, Penner. Komm schon. Ich laufe, Frau Smith. Hey, was ist los? Entspann dich nicht. Pressen. Du wirst nie ein Athlet werden. Pressen, habe ich gesagt. Ja, Nick kann sich nur mit Sehnsucht an seine Kindheit erinnern. Ich möchte wieder ein Kind sein. Und wer würdest du gerne sein? Ein Erwachsener oder ein Kind? Lass es uns in den Kommentaren unter diesem Video wissen. Hat dir unser Video gefallen? Dann like es, abonniere unseren Kanal und vergiss nicht, auf die Glocke zu klicken. Wir sehen uns!